Oh mein Gott. Ja, erst muss ich ein Feuer auskacken, bitte. Wenn du verstehst, was ich meine. Oh, jetzt kann ich Stinke kacken. Ich habe einen Fisch angekackt. Entschuldigung. Wieso magst du mich nicht? Das war's. Das ist der Witz. Send me a letter someday, oh, ooh, ooh. Send me a letter someday, oh, ooh. Hallo und willkommen zurück. Alter, ist das laut. Entschuldigung, ich wollte nicht schon am Anfang direkt. So, wie ging das nochmal mit der Tastenbelegung? Ich hatte schon wieder die Maus in der Hand. Hier. Ist das richtig? Ich hoffe, ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Oh, es ist jetzt schon so warm bei mir hier. Idyllische Stadt, eine kleine süße Stadt. Rangres, okay, hier war ich. Wo wollte ich als nächstes hin? Das war unser Gegner hier. Wie ging denn das? Wie konnte ich mit dir sprechen? Aber ich konnte dich ankacken, ne? Okay, ich weiß nicht mehr, wie ich dich an... Oh, Entschuldigung. Warte auf mich, Dummkopf. Du bist also eine neue Krähe, von der alle reden. Hm, wieso? Wir haben uns ja schon kennengelernt, oder? Ich dachte, du wärst größer. Wie auch immer. Du denkst bestimmt, du bist die Hauptfigur dieses Abenteuers. Das haben wir doch gehört, oder? Ist er die älteste, glücklichste Vogel von allen? Jeder weiß, dass Elster ein schlauer sein ist. Ja, das kommt mir bekannt vor. Nun, dann nennen wir das die Elstern sind los, statt die Krähen sind los. Ja, doch, das haben wir schon. Ja. Nee, Vögel machen nicht Scheck, Scheck, Scheck. Ja, tschüss. Wir wissen, was hier Platsch, Platsch macht. Du machst hier Platsch, Platsch. Hallo. Ich habe einen Fisch angekackt. So, erstmal wieder orientieren. Also hier war ich hier wohin jetzt? Idyllische Stadt. Ja, ein bisschen Deko gefunden. Da rechts war, glaube ich, die... Achso, guck mal, altes Ägypten. Fortschritt zurücksetzen. Nee, das wollen wir ja nicht. Wie komme ich denn... Kann ich das schon... E spielen, okay. Pfeiltasten und Leertaste, okay. Wo sind das Mietekatzen? Die Menschen haben uns früher angebetet. Aber in letzter Zeit sind sie sehr faul geworden. Wann hat euch das letzte Mal jemand das Kinn gestreichelt? Also Rocky würde sagen, vorhin. Wann hat das letzte Mal jemand eine kleine Schnur hin und her gezogen, um euch zu unterhalten? Kann ich versuchen, interessiert den alten Mann aber nicht mehr. Der Kopfschmuck des Pharaos ist hier das Symbol der Macht. Wer mir den Kopfschmuck des Pharaos bringt, wird reich belohnt. Aha. Es ist an der Zeit, die Macht der Katzen wiederherzustellen. Ich kann es kaum erwarten, König zu sein. Das ist aber ein König der Löwen, Zitat, ne? Hau dem Pharao den Kopfschmuck herunter und schnapp ihn dir. Okay. Wo ist denn der Pharao? Gucken wir uns doch erstmal alles an hier. Kann ich eigentlich auch höher? Ich möchte bitte höher. Höher. Nee? Okay. Oh, das sieht wichtig aus. Oh. Ach, guck mal da. War Sturzdruck hier. Ha. Wie schnapp ich mir das? Lass mich in Ruhe, ich möchte da dran. Hallo. Was soll denn das? Ah. Lass mich das nicht. Das war knapp. Dann gibt's jetzt hier. Attacke. Okay.
Ich will da dran. Kannst du bitte mal vernünftig fliegen hier? Fliegen wir jetzt oder nicht? Ja, jetzt habe ich ein Kissen. Supi. Ich glaube, hier oben sollte ich nicht so sein, deswegen ruckelt er so ein bisschen rum. Ich müsste noch doch nur da dran. Ah. Jetzt habe ich da ein Kissen draufgelegt. Jetzt aber da. Komm schon. Ja. So. Oh, was eine schwere Geburt hier. Gab's nicht auch irgendwie eine Karte mit Tab? Okay. Wo wart ihr denn? Irgendwo hier, ne? Guck mal. Hallo. Ja. Ja. Sieh mal an, wer jetzt den ganz großen Hut auf hat. Irgendjemand, Vogel, bring mich zu meinem Palast. Bringe den neuen Pharao zum Palast. Kommst du so mit oder muss ich dich jetzt nehmen? Oh Gott. Bisschen schwer, oder? Gott, ich habe eine Katze im Schnabel. Muss ich dich hier hinbringen jetzt? Hier, ich habe einen neuen Pharao. Ach du Heiliger. Ja, ich gehe ja schon. Nein, nicht da drunter. Bitte. Komme ich eigentlich höher? Nicht höher als so. Hä, wie komme ich denn hier? Ich will hier raus und... So, jetzt mal hier, ne? So leuchtest du. Ach so, ich kann ja auch essen, ne? Ich wieder kacken kann. Okay. Nee, da wollte ich nicht hin. Ja gut, dann gehe ich halt hier hin. Ja, da. Da ist der Böse. Pff, du kommst zu spät, Krähe. Ich habe die magische Laterne bereits hinter diesen Tornados versteckt. Was ist die magische Laterne? Das wirst du wohl nie erfahren, Dummkopf. Ich weiß nicht mehr, wer welche Stimme hatte. Okay. Ich gehe einfach ganz schnell an den vorbei. Ah. Oh, das sieht aus wie Banjo-Kazooie, ne? Bei Nacht schlafen die Stürme. Ach so, guck mal hier. Meine Katze. Ich habe die Sonne in dieser Laterne eingefangen, um den Menschen eine Lektion zu erteilen. Aber wieso? Das ist, ja, okay. Aber das ist ihnen völlig egal. Hier, du kannst sie haben. Pass auf, dass sie nicht zu nah an den Boden kommt, sonst. Sonst was? Was sonst? Was war ich denn jetzt damit? Oh, jetzt bin ich gar nicht am Rand entlang. Oh Gott. Ja gut, in die Richtung wollte ich ja auch. Guck mal hier. Oh. Okay. Guck mal, ich habe da eine Laterne. Hier noch ein Ausrufezeichen.
dazu bestimmt, ein starkes, großartiges Idol zu sein. Aber die Dame hier versteht nicht, wie wichtig Protein ist hier. Sie füttert mich mit Melone und jetzt bin ich weich und rund. Bring mir Fisch vom Markt. Im Gegenzug wirst du meine starken Muskeln bestaunen können. Fisch vom Markt. Schnapp dir einen Fisch auf dem Markt und bring ihn zu Big Mama. Okay, pass auf meine Laterne auf, ja? Wo finde ich den Fisch? Da. Ach. Oh, das ging ja jetzt einfach. Guck mal. Ja. Uiuiui. Endlich habe ich wieder meine wahre Gestalt übernommen. Sieh dir meine enormen Muskeln an. Willst du sie anfassen? Du darfst. Okay. Du passt weiter auf meine Laterne auf, ja? Noch eine Katze. So, das heißt Katzen hier. Jemand hatte die Frechheit, meine Ziegen einzusperren. Befreie sie und führe sie auf den Markt. Ich weiß ja nicht, ob das ein guter Platz ist. Nimm dieses lustig aussehende Rohrding. Die Ziegen mögen den Lärm, den es macht. Okay. Öffne das Ziegengatter, führe die Ziegen zum Markt. Wo ist denn das Ziegengatter? Ich würde gerne wirklich höher fliegen, um mehr Überblick zu haben. Das muss doch irgendwo... Obwohl der Markt, der war da. Aber vielleicht ist das Gatter hier und ich muss ihn eine Weile dahin treiben. Da, guck mal. Hältst du das zu hier oder was? Geh runter, ich muss hier Melodie spielen. Sag mal, Oma. Boah, dich kacke ich jetzt an. Oder nee, dich greife ich an. Ach so, wenn ich das gedrückt halte, ist besser. Eieiei. Ja. Dann machen wir ein bisschen Chaos. Und Frieden stiften. Yay. Oh, was ist das eigentlich? Das irgendwie benutzt. Nein. Hm. Okay. Auf zum nächsten. Sorry, ich muss das tun. Ach, den muss ich bestimmt das bringen, wa? Meine Freundin, du siehst aus, als wüsstest du die schönen Dinge des Lebens zu schätzen, oder? Hilf mir bei meinem kleinen Geschäft und du wirst alles haben, was du dir erträumen kannst. Tagsüber verkaufe ich Juwelen an anspruchsvolle Käufer. Und nachts stehle ich sie zurück. Was sagst du? Wollen wir Freunde sein? Ja, ich habe wohl keine Wahl. Schnapp dir Juwelen aus der Stadt und steck sie in die Tasche. Ja, wo waren das jetzt? Ich glaube, bei dem Schraubenschlüssel da, ne? 4 Stück. Ja, ich stand auf einer Wolke. Die Ziegen sind immer noch am Start. Kann ich das eigentlich passend fallen lassen? Warte. Ha! Okay. Wir suchen noch 3.
Das ist Essen. Oh, guck mal da. Die sind nicht nur... Lass mich. Okay, es zählte. Na, das zählte nicht, weil er rausgerutscht ist. Ich glaube, es hat. Ah, so, jetzt aber. Was ist das? Ist das so ein Rennen? Nee. Heißt das wirklich, dass hier überall Schiffe sind? Das sind Schiffe, okay. Huch. Was ist das? Was liegt denn da? Was ist denn das? Oh, jetzt kann ich Stinkekacke machen. Kann ich dich anhupern? Ziegen schlafen. Jetzt hängt da eine Wolke. Okay. Juwelen. Ach, da. Geh da. Nein. Gut. Was hängt denn da an dem Baum? Haut das hin? Es haut hin, yeah. Ich muss gucken, was da an dem Baum ist. Gleich so beim Fliegen. Oh, lasse 20, nee, lasse 27 Menschen weghauen. Ich habe einen voll gekriegt. Einmal kurz Kaffee, Sekunde. Ich will wissen, was... Habe ich das jetzt gekriegt? Nee. Ich habe es aber runtergehauen, ne? Was ist das? Oh, ich hab's Oh Gott, was kann ich denn jetzt? Ups. Hm. Hier sind da direkt Fliegen mit dran. Hier ist doch bestimmt irgendwo Kristall, oder? Was ist denn mit euch hier los? Nein, ist hier keiner? Ei. Oh, sollte ich hier sein? Ich weiß ja nicht. Oh, was ist denn hier? Was leuchtet hier? Oh, ich weiß nicht, ob ich hier sein sollte. Oder sein darf. Oh, hier leuchtet doch was. Warum sieht das hier so Geheimnis aus? Was? Das finde ich jetzt aber gemein. Da liegt eine Katze rum. Brauche noch einen Kristall. Da in der Ecke. Das war auch wieder eine Quest, aber ich brauche noch einen Kristall. Ich könnte das ja schon mal annehmen. Oder geht das andere dann weg? Oh, ich weiß einfach, dass es in diesem Tempel gute Sachen gibt. Sieh ihn dir an und sag mir, dass es dort drinnen nicht jede Menge glänzende Schmuckstücke gibt. Aber das ist eine Art Rätsel an der Tür. Kannst du es lösen, Krähe? Ich meine, ich habe es schon gelöst. Natürlich, weil ich so schlau bin. Aber ich werde warten, bis du es auch gelöst hast. Damit du auch etwas lernst und eines Tages so schlau bist wie ich. Oh, das muss ich mir merken. Schnapp die Juwelen aus der Stadt und stecke sie in die Tasche. Achso, das ist das andere. Ist es möglich, die geheime Grabkammer zu betreten? Ja, da brauche ich wahrscheinlich die Laterne zu. Kann ich dann hier mal drüber? Musst du nur irgendwie hoch genug gepusht werden.
holen die Laterne, sobald wir noch das eine Juwel gefunden haben. Oh, darf ich hier sein? Nee, das bringt nicht so viel. Gucken wir mal hier vorne. Jetzt muss ich auf den Markt gucken. Was ist das? Ach so, das Rennen. Nee. So, habt ihr irgendwas Glänzendes gesehen? Was ist denn los? Ich hab gar nichts gemacht. Hier ist nur Melonenfeld, ne? Hier, Oma, du hast mich vorhin gehauen, ne? Ja. Ich habe Schuld. Nee, okay, ist nix. Und sie läuft immer noch. Ach, guck mal, hier ist direkt eins. Oh. Was habt ihr denn? Ach, da. Sagst du noch irgendwas an? So, dann gehe ich jetzt mal die Laterne holen. Die war irgendein Schraubenschlüssel. Ja, du hast aufgepasst, ne? Huch, ist aber mal hell. Es ist mir in der ersten Folge nicht aufgefallen, dass die Sachen, die ich brauche, einen Schraubenschlüssel zeigen auf der Karte. Das macht ja auch Sinn. Ich frage mich, ob das alle Dinge tun. Es ist hell jetzt. Lass ich dich hier stehen? Es dreht sich in dem Moment, wo Sonne und also Tag und Nacht wechselt. So schnell bin ich nicht. Aber müsste er nicht. Ja, ist ja gut. Wenn ich die nicht fallen lasse. Na, so. Warum funktioniert das hier oben nicht? Ich ihn hier runterfallen lasse. Ich bin drin. Hahaha, das war nur Glück, aber nein, ich meine, das war Können. Ich weiß nur nicht, wie ich hier wieder rauskomme. Oh. Du arme Seele. Hier gibt es keinen Schatz. Du wirst nur Skelette von anderen Narren wie mir finden, die in die Grabkammer gelockt wurden. Oh, das würde ich nie machen, ne? Da so rein und irgendwas öffnen. Oh, ne. Bald wirst du eine von uns. Eine von uns, eine von uns. Es gibt keinen Ausweg. Es gibt keine Kommen aus der Grabkammer. Was? Ach so, das Ding macht. Okay, es macht Geräusche.
jetzt hör doch mal auf hier rum zu hopsen. Kann ich eigentlich nicht auch normal springen nur? Möchte einfach nur... Danke. Oh, Bananas. Achso, ich kann dich also doch öffnen, ne? Das ist der Schatz Bananen. Bleibt vielleicht einer mal unten? Nee. Es gibt kein Entkommen aus der Grabkammer. Hat es was mit Kacken zu tun? Kann ich hier alles voll machen, dass du unten bleibst? Vielleicht? Nee, geht wieder. Ach, warte mal. Würde ja auch mehr Sinn machen, weil das mehr Gewicht hat. Ja, hör doch mal auf jetzt hier. Alter, kannst du jetzt bitte einfach hier drauf landen? Danke. Bleibt das da drauf? Bleibt das da drauf? Bitte? Aber bitte gesagt. Ja, da tänzelt da so ein bisschen. Ja, und weg ist es. Liegt das an meiner Kacke jetzt? Okay. Wollen wir doch mal sehen, ob es keinen Ausweg gibt. Geh da runter. Es gibt ein Tornado, okay. Ist erst noch eine Banane. Sagst du irgendwas noch? Gut, tschüss. Pyramide, Level abgeschlossen. 100. Verlasse das Level, um das Abenteuer fortzusetzen. Nee, wir machen aber, da ist er noch, oder? Nee. Wir haben alle geschafft, außer die Rennen. Da habe ich aber keine Lust zu. Ich nehme dich mit. Okay. Was ist das, ein Zombie? Was ist der Grün? Ach ja, das ist ja dieser Baum, da müssen wir ja drauf. Es wäre einfacher, wenn er einfach mal ein bisschen hopsen nur könnte. So. Das Ende. Altes Ägypten. Dabei Not freigeschaltet. Jetzt hatte ich gerade fast zu viel Schwung mit meinem Kaffee, aber ich hab mich nicht getroffen. So, waren wir hier schon? Nein, das Lager. Wie komme ich da rein? Ja. Da ist ein Hörnchen. Oh, du bist böse. Du magst mich nicht. Wieso magst du mich nicht? Hallo Krähe. Wir hatten eine arbeitsreiche Wandersaison. Viele Camper. Nicht alle von ihnen waren rücksichtsvoll, weißt du. Manche ließen ihre Feuer im Wald einfach brennen. So unverantwortlich, ja. Finde ich auch.
Sag mal, wärst du ein toller Vogel? Ja, natürlich. Und würdest uns helfen, sie zu löschen? Ja. Bespritze sie einfach mit Wasser oder einigen deiner Körperflüssigkeiten, wenn du verstehst, was ich meine. Danke, Creo. Und denk dran, nur du kannst Waldbrände verhindern. Ja, okay. Sprich mit der Lagerwache. Habe ich das nicht getan? Muss ich dafür das essen? Nee, damit kann ich doch schneller pupsen hier. Huch, Peri. Ach, Peri, was ist denn da immer los? Was soll denn das? Schon wieder deine Kinder verloren? Ja. Verstreut, zerstreut, nicht existent? Okay, ist das eine tiefere Story? Nun ja, sie haben sich wahrscheinlich irgendwo am See versteckt. Ja, Peri, ja, ja. Ich muss erst die Waldbrände, bitte. Weil da könnten deine Kinder mit drin sein. Ja? Ist das okay? Sollen das hier 4 Babyplätze sein, oder was? Ich glaube, ich brauche erstmal irgendwas anderes zu essen, weil ich hier halt nur so rumpupse. Da, guck mal. So. Also, Waldbrände. Wo ist eigentlich die Karte? Das ist die Karte. Okay, in den Wald. Ist das richtig hier so? Ist das mit in den Wald gemeint? Nee, das fange ich jetzt nicht auch noch an. Da, guck mal. Da. Wie viel muss ich? 5. Was ist denn hier los? Oh, okay. Komme ich nicht durch? Was liegt hier? Okay. Das war ein Schädel. Wo bin ich denn hier? Kann ich das Große hier auch machen? Das zählt ja auch okay. Da ist ein... Den kann ich ja mitnehmen, ne? Hab dich. Ja, ich kann euch nicht alle mitnehmen. Das ist deine Mitte. Oh, ihr seid ja hier überall. Ich habe vergessen, wo die Peri wartet. Da ist ein Dings. Hätte ich auch das Baby ins Feuer werfen können. Es fehlen noch 2. Ja. Falscher Knopf, falscher Knopf, Entschuldigung. Ja. Ich hab doch mehr als 3 Babys gesehen, ne? Was ist denn hier noch? Der ist ja gar nicht eingezeichnet. Hallo? Hallo, ich bin Inspektor Marmagel. Vom Internationalen Amt zur Durchsetzung von Urheberrechten. Du hast nicht zufällig etwas gesehen, das einer urheberrechtlich geschützten Figur aus einem beliebten Kinderzeichentrickfilm verdächtig ähnlich sieht, aber nicht ganz. Oh Mist, ich habe nicht aufgepasst. Ich weiß nicht, was er meint. Das ist bestimmt ein Easter Egg. Nun ja, halte die Augen offen. Sieht er so aus? Wie etwas, was ich nicht kenne? Schreibt es mir in die Kommentare und erleuchtet mich. Mit Urheberrechtsverletzungen ist nicht zu spaßen, Krähe. Okay. Du kommst mir bekannt vor, aber ich weiß es nicht. Oder geht's um mich? Ich bin verwirrt. Ich bin aber auch erst beim Anfang 2. Kaffee. Ist das? Oh, ein Frosch. Fröschchen. Hatte ich nicht ein Hasenkostüm? Warum bin ich nicht als Hase verkleidet? Oh, eine Taschenlampe.
erledigt, machen wir danach. Das brauchen wir dann bestimmt auch erst dann. Ach nein, was, ich hab nicht mit dir reden wollen. Gretchen, Gretchen, hilf! Mein Bruder ist verschwunden. Warum habt ihr alle, eure Kinder, Brüder, Geschwister, alles verschwunden? Erzählt immer wieder von kackschaurigen Schatten und ging tief in den Wald. Würdest du bitte seinen Spuren folgen und ihn finden? Oh, und sei vorsichtig, vielleicht gibt es etwas, das dir hilft. Oh, viel Text, tut mir leid, ihr kennt es. Oh, diese Kreaturen, sie kommen aus der Dunkelheit, aber sie fürchten das Licht. Oh Gott, jetzt wird das jetzt im Horror-Game. Aber sie fürchten das Licht. Ich muss weitergehen. Wenn ich sie lange genug mit meiner Taschenlampe anleuchte, werden sie sicher verschwinden. Oh. Gott, Gott, Gott. So finde ich, das finde ich jetzt aber unheimlich für ein Kinderspiel. Ist das überhaupt ein Kinderspiel? Das wäre ein Feuer. Es sind nicht nur die Figuren, auch die Gegenstände. Sie sind von der gleichen Dunkelheit besessen. Kommen die Schatten aus meinen Albträumen oder kommen die Albträume aus den Schatten? What? Jetzt habe ich hier 5 Sachen angefangen. Nix da. Oh. Ich alle platt. Ah! Ah! Ja, also, wenn man die Taschenlampe verloren hat, dann. Okay, vielleicht lese ich erst den Zettel. Verflucht seien sie. Sie versuchen, mich einzusperren, aber es muss doch einen Weg geben, dieses Tor zu öffnen. Ich muss schlau vorgehen. Ja, ich drücke einfach jetzt hier den Knopf. Hallo? Na? Nicht? Was ist das? Wieso komme ich da nicht hin? Blick über den Stacheldraht. Ha. Dann würde es hier rumgehen. Jetzt den anderen. Na. Ah, okay. Was bist du? Auch eine Taschenlampe, okay. Wie lange ist es her, dass ich das Sonnenlicht gesehen habe? Tage, Jahre, die Zeit vergeht hier seltsam. Oh, ich sehe ein Haus, ein Ort der Zuflucht. Ich werde dorthin gehen. Okay, wo sind wir denn? Ach, guck mal, da ist noch ein Feuer. Das ist ja... Hallo, nein. Och, Mensch. Oh, eine Krähe. Mein Bruder muss sich geschickt haben. Bitte, ich bin gestrandet und umzingelt. Ich kann nicht entkommen. Besiege die Schattenkreaturen dort unten mit allen Mitteln. Ja, erst muss ich ein Feuer auskacken, bitte. So, jetzt habe ich schon mal eins erledigt. So, Schattenkreaturen. Was denn hier für Schattenkreatur? Noch mehr? Hab ich dir jetzt geholfen? Meine Güte, du hast es geschafft. Warum bist du überhaupt hier? Du hast doch selber den Zettel hinterlassen mit Taschenlampe und Licht und dann ist alles gut. Wie bist du aufs Dach gekommen? Du hast uns gerettet, Gretchen, du großartiger Vogel. Puh, von jetzt an sollten wir sicher sein. Sieht aus, als hätte sich auch etwas von dem magischen Nebel gelichtet. Du solltest dich nun leichter fortbewegen können. Mensch, ich werde die Geschichten von deinem tapferen Kampf überall herum erzählen. Denk an meine Worte. Okay. Soll ich dich nicht mitnehmen, ja? Ich dachte, ich soll dich retten. Das ist ein Rennen, aber da ist doch was.
Was ist hier los? Oh, und ich leuchte dich an. Howdy, Krähe. Ich bin Steven, der Ultimari-Schatten der siebten Tiefe der Albträume und des Elends. Das klingt böse. Weißt du, als ich von den unschuldigen Campern Besitz ergriffen habe, dachte ich mir, es muss im Leben noch mehr geben als das. Also beschloss ich, meine Koffer zu packen und auf Reisen zu gehen. Ich habe den tiefen Turm von... wer kennt den nicht? Den tiefen Turm von Pisa. Den schiefen... Ne? So. Einen eingelegten Hering in Helsinki gegessen und bin quer durchs Land gefahren, um alle Vereinigten Staaten zu besuchen. Ich bin nicht mehr der junge Schatten, der ich einmal war. Also bin ich nach Hause zurückgekehrt, um mich niederzulassen, um mit der Familie und Freunden zusammen zu sein. Du weißt ja, wie das ist. Ich baute mir dieses kleine Haus, aber leider wird es von den anderen Schatten verdeckt. Wärst du so nett und würdest diese Dunkelheit mit deiner Taschenlampe vertreiben? Leuchte nur nicht auf mich, ja, Entschuldigung, weil du weißt schon. Wie auch immer, ich bin dir für deine Hilfe in dieser Angelegenheit sehr dankbar. Hallo? Habe ich es verkackt? Du könntest jetzt hier rein. Hier ist nur Rasen in deinem Haus. Warst du noch nicht fertig? Entschuldigung. Okay. Was ist das? Gruselige Maske. Aha. Hey Krähe, weißt du, was im Moment wirklich im Trend liegt? Ach, das ist der TikTok-Vogel hier. Falsch, Dinosaurier. Bitte, Krähe, bitte. Bitte, Krähe, bitte baue dieses Dino-Skelett zusammen. Ach, deswegen habe ich den Schädel gesehen. Meine Fans, mein Publikum auf Chirp Chirp, sie gieren nach Dinosauriern. Tu es für Chirp. Bitte. Ah. Muss ich die alle finden? Hier, mal, der ist doch schon mal da. Okay, ich muss sie alle finden. Chirp, chirp, ja. Okay, Taschenlampe. Ich fand die Taschenlampe aber gar nicht schlecht. Guck mal, die Sachen liegen gar nicht weit weg. Stimmt, ich glaube, hier oben war auch irgendwo der Kopf, den ich gesehen hatte. Nee, das ist eine Kirsche. Guck mal, hier liegt noch ein Beinchen. Ich habe den Schädel aber woanders gesehen gehabt. Hier, alles wird Chirp-Chirp. Oh mein Gott, dieser Dinosaurier rockt. Ich werde ihn überall im Vogelnet posten. Wir werden so viral gehen. Nochmals vielen Dank, Krähe. Ich brauche meine Taschenlampe.
So. Was suchen wir jetzt? Sprich mit der Lagerwache, wer auch immer das ist. Und Peris Kinder. Was ist das hier? Ich mache nicht so viel Licht. Was ist hier los? Hallo, du kleine Krähe. Sieh dir dieses Chaos an. Unser Lager liegt in Schutt und Asche. Mehrere fiese Krähen sind hier aufgetaucht. Ach ja, stimmt. Die haben mir die Sonnenbrille geklaut und haben Sachen gestohlen. Kannst du es glauben? Ja, das kann ich glauben. Ich habe gehört, dass sie Dinge stehlen, um ihre eigene abgelegene Stadt zu bauen. Könnte das sein? Egal, vielleicht kannst du uns ja helfen, unser Lager wieder aufzubauen. Ich habe gesehen, wie sie an der verlassenen Tankstelle südlich von hier ein paar Benzinkanister fallen ließen. Warte, Tankstelle südlich von hier Benzinkanister fallen ließen? Aber sei vorsichtig, ich habe aus dieser Richtung böse Geräusche gehört. Oh, südlich von hier, da unten. Okay. Warum wurde gerade kurz meine Maus und meine Lautstärke gezeigt? Ich habe an meinem Headset nichts gedreht. Hier. Oh, was ist denn hier los? Hä? Warum ändert sich die Lautstärke meines Headsets? So stehen. Habe ich noch den Kanister? Nee, habe ich nicht. Jetzt habe ich nicht aufgepasst hier. Muss ich dir das bringen? Ja, okay. Was ist denn hier los? Das sind ein paar üble Biester da unten. Aber ich habe festgestellt, dass sie unsere Kacke sehr mögen. Vielleicht kannst du das zu deinem Vorteil nutzen. Mögen also Kacke. Kann ich da oben rein? Geh. Kannst du da reinfallen? Ich will doch nur wissen, was da drin ist. Nein. Jetzt haben wir den Treibstoff, den wir brauchen. Während du weg warst, habe ich ein paar Laternen an den Generator angeschlossen. Das stimmt ja gar nicht. Wir müssen sie nur noch auf den vier Säulen rund um das Lager aufstellen. Das muss ich auch machen, ne? Kannst du das gerne? Ja, natürlich kann ich. Ja. Und wo? Das hier? Sind das die Säulen? Okay. Die sind rund um das Lager. Ja gut, und dieses kleine Pupslager hier, ja. Bisschen tricky, so im runterfallen, eh drücken. Was ist das da? Achso, das ist das Skelett.
Bist du die Lagerwache eigentlich bestimmt, ne? Meine Güte, was für eine tolle kleine Helferin du bist, Gretchen. Das Lager ist fast fertig. Sieh her, wie ich den Generator anschalte. Level abgeschlossen. Ja, Level abgeschlossen, aber hier gab es doch noch irgendwo. Hier, wir haben Peri noch nicht gemacht. Das geht aber so nicht. Ja. Tut mir leid, dass du jetzt bis zum Schluss warten musstest. Es hat sich einfach so ergeben. Ich habe die doch irgendwo hier gesehen. Hier ist auch immer noch so der Pupsnebel, ne? Irgendwas ist doch damit auch. Was ist da in der... War ich bei... Da war ich noch nicht. Jaha. Ist hier? Wer bist du denn? Hallo, ich bin ein Flumpf. Ein Flumpf. Ach, Urheberrecht. Ein Flumpf. Dein nettes, nicht urheberrechtsverletzendes Waldlebewesen aus der Nachbarschaft. Das war's. Das ist der Witz. Okay. Gott sei Dank. So, komm mit. Hier ist er gut jetzt. Meine Babys sind zurück. Wieder einmal beweist du, dass du ein freundliches Vögelchen bist. Danke. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo der urheberrechtsverletzende Typ gewesen ist, würde ich einmal gucken, was der so sagt. Da, ich habe ihn tatsächlich gefunden. Redest du nochmal mit mir? Ich habe da jemand gefunden. Entschuldigung, ich wollte nur gucken, ob das was bringt. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder. Was ist denn das da? Hier sind auch noch Laternen. Na. Yay. Ja, oh, ich habe keinen Hexenhut. Ich muss aber jetzt noch meinen Hasenohren suchen. Da ist bestimmt wieder irgendeiner, der mich anfragt, ne? So. Tja. So wollte ich aussehen. Bastelwelt. Die kann ich ja nicht betreten, ne? Weil die noch grau ist. Warum ist der rot? Ich kann den nehmen. So. Was ist denn? Ach, guck mal, ein Kartenbild. Und ich hier jetzt was zu essen? Kann ich das essen? Nee. Okay. Was ist hier los? Noch ein Hund, ein Elefantenhund. Da ist das Ende, okay. Fisch eigentlich auch irgendwie. Mäh. Okay, nee, das tut mir jetzt leid. Nee, komm her. Es tut mir leid. Wir gehen schnell wieder zum Wasser. Hier. So, also da war ich. Ach so, guck mal, dann geht's da oben weiter. Okay. Dann stellen wir uns hier schon mal hin. Ja, das kann ich auch spielen. Was ist denn das? Hier. Oh nein, ich wollte doch. Nein, ich wollte noch nicht rein. Okay. Ah, Knochen. Noch eine Spukvilla. Ich habe ein Paket für den Mann, der hier wohnt, Herr Edgar. Aber in dieser Villa spuken Geister. Glaubst du, ich setze deinen Fuß hinein? Ja.
Nein, ich habe meine Lektion am letzten Mal gelernt. Keine Spukwillen mehr. Kannst du mir einen Gefallen tun? Scheuche den Kerl aus dem Haus, damit ich ihm sein Paket geben kann. Ich brauche nur seine Unterschrift. Dann kann ich mit meiner Liefertour weitermachen. Nein, jetzt nicht. Wir gucken uns das beim nächsten Mal an. Außer es guckt sich kein Schwein dieses Video an, dann gucken wir uns das nicht an. Aber ich denke, das ist ganz süß und putzig und ihr könnt damit leben, oder? Wenn nicht, Vorschläge bitte gerne unter das Video oder in meinem Discord gibt es jetzt eine Rubrik mit Vorschläge einsenden. Dann kann ich mir das angucken und wenn ich das für gut befinde, werde ich es umsetzen. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.